Ich bin oft erstaunt, wie aktuell doch Lieder sind. Auch also es ist noch aktueller, finde ich, als Oper und auch teilweise Konzert. Ich will jetzt nicht sagen, dass Operkonzert nicht aktuell ist, aber wenn man mal bedenkt, was uns heute in der Welt beschäftigt, und ich will jetzt nicht nur sagen, es gibt viele Lieder, die handeln von Liebe und Tod und wir haben auch ständig mit Liebe und Tod zu tun. Es ist noch viel mehr als das. Also ich habe noch Anfang des Jahres ein Liederabend gemacht, wo es im zweiten Teil, wo ich versucht habe, die Themen, die uns in der Welt heute beschäftigen, aufzufassen. Also vor allem Terror und Krieg und Migranten und Gewalt. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, also das zentrale Lied war Der Feuerreiter von Hugo Wolf. Das ist einfach, das passiert fast, also nicht jeden Tag, aber es gibt Zeiten, wo das erschreckend oft in der Welt genau das, was in diesem Lied beschrieben wird, passiert. Und zwar 100%. Und das ist so aktuell. Und dann, wie man damit umgeht von da aus. Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann weiß, dass man trotzdem auch sozusagen in dieser Kunstform, auch im Text und in der Poesie damals, dass man auch immer Menschlichkeit und Hoffnung dabei hatte und nie sozusagen dieses ganz Depressive. Das gibt es auch, aber es gibt immer mit Hoffnung gepaart. Und ich finde, wenn man das in der heutigen Gesellschaft auch sich sehr zu Herzen nimmt, dann da können wir uns, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Waren in Russland gefangen und bei uns sie kamen ins deutsche Quartier. Sie ließen die Köpfe hangen, da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen, besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser. Wenn man in einen Liederabend geht, in einen guten Liederabend natürlich geht, dann bringt das dem Publikum, dem Musizierenden selber so viele neue Farben, Gefühle und Fantasien, die es sonst, glaube ich, in der Musik nicht gibt. Ha ha ha.